Ja, da sind wir wieder. Gibt ja noch keine Intro hier für das Game. Seid gegrüßt. Ist ja auch nur Farmers Dynasty 2 Demo-Version. Das ganze Spiel ist noch nicht verfügbar. Das wird es dann irgendwann demnächst geben. Das ist unser erster eigener Traktor. Und wenn ihr nicht gesehen habt, wie ich mir den verdient habe, schaut gerne noch mal in der letzten Folge rein. Dafür mussten wir viel, viel reparieren. Aber dann haben wir den geschenkt bekommen. Ich finde aber, wenn man sich mal so die Grafik anguckt von dem Traktor, das sieht gar nicht so schlimm aus, oder? Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich meine, klar, der ist abgefuckt. Aber ich meine jetzt so von der Grafik, von der Darstellung des Objektes an sich. Ja, also. Achso, warte, ich wollte Äpfel klauen. Hier sind Äpfelbäume, habt ihr gesehen. Das gab es nämlich im Dynasty 1 auch. Lass mich da rein, ich muss Äpfel klauen. Zwanghaft. Hilfe. Mist. So, das ist auffällig, wenn ich hier vorne. Das ist Mollys Home. Hallo Molly. Moin. Ich hab gehört, ihr habt Äpfel, Bäume. Probier mal kurz. Ich glaube, das war auch nicht so schlimm. Oder war das schlimm, wenn die das sehen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht sollte ich das wenn in der Demo-Version rausfinden und nicht, wenn wir später. Bei den Bäumen ist noch Luft nach oben, ne? Die sind ein bisschen, naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt im Inventory 11 Äpfel. Erstmal probieren ein, oder? Muss man erstmal einprobieren. 10. Also wie gesagt, man konnte dann auch, also noch bin ich alleine. Ich glaube, man musste auch irgendwann, kann man sich aussuchen, versuchen irgendwie eine Frau für sich zu gewinnen, ne? Und typisch mit Anschnacken, Flirten, hast du nicht gesehen? Auch schon wieder Baumaterial. Überall kannst du ein bisschen Baumaterial snacken. Und klar, wenn euch das Spiel gefällt, die Leute, ihr mehr davon sehen wollt. Ich repariere doch hier nicht den Hühnerstall. Von der Demo-Version. Und vielleicht später auch als richtiges Let's Play. Matthew? Könnt ihr mal was machen und nicht nur rumstehen? Ich glaube, das ist in der Demo-Version. Also in Real, in der echten Version, haben die, glaube ich, auch ein bisschen gearbeitet. So, komm. Wir sollen unseren Träger. In den gerade ein Auto reingefahren ist. Mal ein bisschen Abstand halten. Oh. Ich kann mich nicht umdrehen. Ich habe Nacken scheinbar. Aber der Kindersitz ist cool hier. Also ne, Beifahrersitz. So. Warte mal. Ich kenne die Map noch nicht. Aber wir fahren jetzt einfach geradeaus und dann fahren wir direkt auf den Hof, ne? Ne, hä? Doch. Ja. Ich bin noch nicht so ortskundig. Der Sound ist cool, ja. Legendär. Von dem Träger. Nicht schneller. Was willst du machen? Oh, wir haben ja auch Äpfelbäume. Sind das unsere Bäume? Hier sind da richtig viele Äpfel. Da können nämlich auch irgendwo am Marktplatz können wir auch Äpfel verkaufen und sowas. Also generell geht es natürlich klar. Ich habe auch einen Fahrzeughändler hier, Leute. Wir sind noch sehr, sehr am Anfang. Muss man vielleicht ein bisschen. Genau, mal konnte man noch. Ne? Das sieht doch idyllisch aus, oder sehe ich das falsch? Was sagt ihr so vom Grafikeindruck, Leute? Du bist es ja immer grafiktechnisch, also ein bisschen bewerten, ein bisschen beurteilen. So bei dem Wasser und so. Ich finde, das sieht gut aus. Grafik ist immer so ein bisschen Geschmackssache und ich weiß natürlich nicht, ob es so streamtechnisch auch so gut rüberkommt. Aber es sieht doch gut aus. Auch wenn alles kaputt ist. Und das ist noch nicht hundertprozentig final, ne? Ich glaube, ich kann noch ein bisschen. Können noch ein bisschen besser werden. Gerd! Na moin! Vielen Dank für den Raid! Guten Morgen!
So, heute Abend, ne? Sunken Land. Ich habe mit Speedy schon gesagt, vielleicht versuchen wir wieder so irgendwie ab 19 Uhr langsam zu starten. Alter, hier ist aber die dicke Apfelernte am Start, ne? Richtig gut. Guck mal, überall sind so 3-4 Äpfel an den Bäumen. Stimmt, das erinnere ich mich auch. Das war auch in Farmers Dynasty 1 so. Einige Äpfel hingen immer so ein bisschen blöd. Da musste man immer noch mal rumgucken. Aber generell eine gute Geschichte hier. Also Skills und Professionals, da bin ich echt gespannt, was da noch so kommt. Also die Final-Version später werde ich auf jeden Fall spielen. Da haben wir 39 Äpfel. Ich habe keine Ahnung, was denn da, wie weit die Demo-Version jetzt überhaupt schon reicht, ne? Jojo, bis später. Einen schönen Nachmittag noch. Schon wieder 16 Uhr. Aber zwei, drei Folgen machen wir noch. Ich glaube, wenn es zeitlich zulässt, werde ich morgen nochmal weiterspielen, ja? So, das ist auch unsere schöne, also das ist doch die schönste Farm hier, oder? Das ist unsere, ne? Das sieht doch richtig gut aus. Boah. Oh. Jo. Das sind 19:30. Gut, wissen wir Bescheid. Ja, so eine Tankstelle. Eine Tankstelle. Oh Gott, hier ist auch noch alles voll mit Schrott. Remove the rust from the tractor. Oh, wir sollen ihn wieder polieren, Leute. Das geht doch. Hier haben wir so eine Bürste. Pixelbürste. So, du wirst jetzt mal ordentlich gebürstet. Alter, Leute, der sieht aus wie neu. Hätte sie das gewusst. Wie hieß die Frau noch, wo wir das gemacht haben? Ich weiß nicht mehr, aber. Da muss man einfach nur mal ein bisschen den Rost abschrubben. Alter, da kannst du alles sauber machen. Selbst hier die Ankoppeldinger da. Die Aufhängung. Help the neighbor, completed Emily's request. Leute, guckt euch das an. Er erstrahlt praktisch einen neuen Glanz. Wobei ich fand ihn vorher auch schön. We received an social point. Wir haben einen social point received. Einen Sozialpunkt. Schön. Nun, aber fehlt uns noch weiteres Equip. Das ist auch nicht schön. Aber ich glaube, mich zu erinnern, und wie gesagt, immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Bei mir kommt jetzt gerade so ein bisschen Farmers Dynasty 1 Erinnerung, dass man später auch im Baumarkt Materialien kaufen konnte und das einheitlicher gestalten, also schön machen könnte. Das hier ist ja erstmal nur so von wegen, ja, reparier erstmal notdürftig, damit es bis heile ist. Dicht und hast du nicht gesehen. Ich würde ansonsten wahrscheinlich, wenn man das dann richtig spielt, auch ordentlich einfach Forst erstmal abforsten und dann kann man erstmal Träger kaufen. You own too many items of this type. Ah, ich habe zu viele Items of the type. Ich muss erstmal reparieren. Ich habe hier volle Taschen. Sehr gut, weil wenn wir demnächst wieder irgendwo reparieren. Ach, das ist ja blöd. Ich kann mir hier schön immer durchgehen.
Ich glaube, das machen wir immer so ein bisschen nebenbei. Guck mal, diese ganzen Paletten, die uns angezeigt werden, ist alles Material. Ich weiß nicht, ob es nachher so eine Art, wäre cool, wenn es so eine Art Kiste geben würde, ne? Wo man dein Stuff loswerden kann. Ich meine, beim Essen irgendwas gab es da, Kühlschrank mehr, aber ich weiß nicht mehr genau. Das ist in der Tat da oben ein bisschen zu weit weg. Canister, you can fill up vehicle. Okay. Ja, gucken jetzt gleich erstmal, was wir als nächstes machen sollen. Ne? Wie gesagt, normalerweise führt uns ja die Story so ein bisschen hier durch den Start. Was man wo machen kann, was man machen sollte. Mal zwischendurch so ein ganz bisschen was reparieren. Ne? Schon so einen guten Träger hier reinstellen. So, was denn das? Warte nochmal. Diese ganzen Buden hier schon sind. So, wo ist jetzt hier ein Kanister? Da ist ein Kanister. Just pick up a full canister. You can refill the vehicle. Refill vehicle. Ach, der stand hier. Der ist jetzt weg, der Kanister. Okay. So, was sollen wir denn jetzt machen? Ich glaube, den Stern habe ich das selber dahin gepackt. Genau, den Stern packe ich selber irgendwo hin. Da oben haben wir eine neue hier, Mia's Crops. There's an old plow there. Perhaps you might make a deal with the owner. Oh, wir fahren mal mit dem Träger darüber, wa? Ist ja jetzt wieder voll, glaube ich. Voll her. Together to the future. Ja, so einen Träger brauchen wir, ne? Die mehr gibt's in dem Game auch nicht. Also das ist dann schon ein High-End-Träger. Das sind ja alles auch überschaubar. Wir haben eine Mähdrescher noch. War auch, glaube ich, noch ein bisschen schwierig hier. Da steht doch. Da steht jemand. Oh, steht mein Anhänger. Den würde ich nehmen. Oh, Mähdrescher, Leute. Wir können mit Mähdrescher fahren, glaube ich. Ich mache mal Pause hier. Guckt euch das an hier. Nichts. Der sieht ja auch. Great Fields. Machen wir nicht, kein moderner Mähdrescher ist. So, dürfen wir Mähdreschen. Wo bist du denn jetzt, gute Frau? Mach erstmal deine Scheune open. Ah, das ist unser Flug, ne? Den kriegen wir, den können wir kaufen. Oder? Well, hello there. May I help you? May I help well, you? Perhaps you could indeed. I can't help but notice that old plow there looks unused, and I could use one myself. Right you are, sir. We have no use for it, really. Never thought of selling it, though. Perhaps I can work for it. Truth be told, I don't have much money. Sounds good. See that field over there? I need it harvested. And since my brother is out for the whole summer, I'm afraid it's going to waste.
Could you do it for me, please? Not sure. Like scythe and all? No, no. See that harvester? You can use it. Oh. It's just, if you're going to take the plow, I'm going to need the field plowed afterwards, too. Think you can do it? Lady, in this case we have a deal. I'm off to work. Ich soll erst Mehl dreschen und dann soll ich das Feld noch pflügen und dann bekomme ich den Flug, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? So ein alter Mähdrescher. Traum. Change Kamera, Lights, Cruise Control. Wieder up, down, R. Z on off. Move this shut pipe. Was mich natürlich nervt, dass man Nacken hat. Ne? Ich kann mich nicht umdrehen. Ich würde auch gerne nach hinten gucken, ohne in diese Ansicht wechseln zu müssen. Hätten die das nicht einfach von LS übernehmen können? Ich glaube, man kann das selber ändern, ne? Dann wäre mit B würde ich jetzt anschalten. Was? Achso, hier mit Q ist es schon abkoppelt. Das ist das Gleiche. Z ist wahrscheinlich Y. Ja, okay, Englische. Amerikanische. Das funktioniert schon, kann schon sagen. Das sieht natürlich ein bisschen komisch aus, sozusagen an sich, ne? Das ist nicht mit der LS vergleichbar nach wie vor. Aber der Mähdrescher ist auch nicht unbedingt vergleichbar. Das ist immer irgendwas im Weg, deswegen. Kamera so. Das muss aber auch noch nicht final sein. Ich weiß nicht, ob das noch besser wird. Hochzerstörung, glaube ich, hat man nicht. Schon aus Prinzip versucht man, das zu V zu drücken. Wo ist eigentlich der Füllstand von dem Gerät? Ist immer eine Kollision im Weg, so eine Kollisionskamera, deswegen hat er jetzt auf einmal wieder zu ihm geschwenkt. Ist halt bald. Das ist natürlich alles noch nicht so schön. Da ist noch weiterhin Luft nach oben auf jeden Fall. Das Fenster, das Infofenster jetzt da oben auch nicht weg. So eine Kreise auch schon mal abenteuerlich. Schon leise, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr die Mähdrescher überhaupt hören könnt. Hat's wie schnell keiner fahren. Wie kann der 20 fahren, der Trecker nur irgendwie 10. Der kämpft schon irgendwo, oder? Fünf von denen hast du ein Klassiker von der Schnittbahn. Lecker, ne?
Man hat schon das breite Schneidwerk hier. Ja, ich finde, das hat sich jetzt nicht, ja, nicht wirklich beruft, also nicht wirklich, ne? Nicht wirklich verbessert im Vergleich zum Frau Masternas die 1. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Ja, klar, es ist hier so ein Mix-Max-Spiel, ne? Also ein Mischmasch-Spiel von einem so ein bisschen. Aber ich glaube, da wäre schon mal ein bisschen mehr machbar gewesen. Ich weiß auch nicht wirklich, wie schnell man jetzt fahren darf oder wie schnell nicht, und ich sehe auch noch keine Füllstandsanzeige. Das ist halt Story-Mode. Muss man gucken, inwieweit man das spielen muss, wenn man das später spielt. Also ich würde ja lieber einfach ein paar Bäume fällen, das Holz in der Stadt verkaufen und mir richtiges Equipment kaufen. Weil ich meine, es gab auch noch einen besseren Mähdrescher. Ich habe eine ganze Menge Fahrzeuggeräte, wenn ich mich richtig erinnere an das Spiel. Weil ich, ja, muss ja das gewesen sein. Ich habe glaube ich noch zwei, drei andere Traktoren, auch größere. Aber... weiß es nicht mehr genau. So, jetzt haben wir den Flug getatscht und das Feld Blügen. Ich sehe auch nicht mal das Abladerrohr, ne? So weit kann ich nicht gucken, das ist auch echt dumm. Ja, da müssen wir irgendwie nochmal, finde ich, das Field of View, also Kamera, weil das ist echt, das ist blöd. Achso, Full 99, Read 66%. Durch die Maustaste. Startups. Oh. Ja, das sieht halt. Ups. Das sieht auch noch ein bisschen fragwürdig aus. Ich finde, da sollten die noch mal ein bisschen Zeit investieren, tatsächlich. Grafische Darstellung vom Abladen oder vom Dreschen von der Animation. Ich glaube, da sollte noch was machbar sein. Nach dem Weg, danke, reicht. Vielleicht gibt es auch noch einen Knopf, wie ich nach hinten gucken kann, aber... Kasten hier.
Macht auch keinen Sinn, ne, dass ich jetzt hier in der Innensicht zwar sein, achso, in der Innensicht zwar sein kann, aber nicht nach hinten gucken kann. Aber wie soll ich denn den Flug ansetzen, wenn ich nicht nach hinten gucken kann? Das ist ja noch nicht unser Feld. Bei dem Flug können wir später wahrscheinlich auch noch Rost entfernen. Gut, dass die Felder hier nicht ganz so groß sind wie auf der Marsch. Aber blöd. Das ganze Stroh hier liegen. Würde ich gleich falsch rum, ne? Das ist ein starker Strohhalm. Aber wie? Auch kein Wendeflug der neuesten Generation hier, ne? Also wenden kann ich ja nichts. Ich würde gerne mal den Händler sehen, ne? Der ist noch nicht freigeschaltet, da kommen wir noch nicht hin. Um zu gucken, was da alles so rumsteht, was man alles kaufen kann. Oh, getting a little hungry, warte mal. Oh, guck mal, doch, wir haben, das ist gar nicht nur Demo, das hier ist jetzt alles freigeschaltet worden. Hier sind riesige Wälder. Hier oben ist noch irgendwie wieder ein Sportplatz. Hier unten ist auch noch irgendwas Freizeitmäßiges, aber der Händler und so, das kommt erst später, ne? Vehicle Store, der ist hier. Das ist schade. Das werden wir heute nicht mehr sehen. Ich weiß auch echt nicht, keine Ahnung, was der Demo-Umfang jetzt eigentlich ist oder nicht, was da jetzt, ne? Steht auch keine Beschreibung leider. Was jetzt eigentlich, ne? Was ist jetzt eigentlich der Unterschied nachher von der Demo zu der Final? Er wird auf jeden Fall viel Geld investieren in also, ne, durch Holz, durch Äpfelklau, um einen Trecker zu haben. Weil dieses Knattern, ich erinnere mich, ging einem irgendwann ein bisschen auf die Nerven.
Sollte man, wie gesagt, versuchen, LS-Lenkung, glaube ich, zu haben. Aber es verwirrt es auch zu doll. Dann versucht man später mit dem LS und drückt man aber das Falsche. Denkt, warum senkt sich denn das Gerät nicht? Weil hier senke ich das aktuell mit Taste R. Ich meine auch, man konnte später auch Helfer einstellen. Also man muss nicht alles selber machen. Aber wenn man später ein paar mehr Felder hat, aber zu Beginn geht das alles noch. Wir sind ja noch ganz am Anfang, wir versuchen erstmal unser eigenes Equipment zusammenzukriegen. Rückwärts kann man mit dem Flug auch recht schlecht fahren. Das ist nicht wie ein LS, wo man einfach rückwärts fährt. Das macht der hier nicht so wirklich mit. Ob das jetzt gewollt ist oder einfach nur, ne? Zufall weiß ich. Für die Erde könnte ein bisschen dunkler sein. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen bläulich, ne? Ein bisschen mehr nach Erde aussehen, finde ich. Gerade wenn man geflügt hat. Soll es ein bisschen braun, bräuner sein. Guten Point. Lügen. Ich denke gerade, das ist ein Ballerspiel wegen dem Knatter, Knatter, Knatter. So, Job done, talk to Mia. Wir müssen mit Mia wieder schnacken. Jetzt können wir den Flug wahrscheinlich behalten. Nehmen wir schon mal mit. Vielleicht kann sie uns später. Nicht so spät. Auch nicht Mia, ne? Gut, wenn man aus dem Tracker aus, dann kann man das wieder durchatmen, ne? Da muss er eigentlich echt Ohrschützer hier aufziehen. Ja, jetzt selber die Äpfel gepflückt oder was? So frech. All right, all done. Thank you. You can keep the plow as promised. I will put it to good use for sure. Thank you. Okay. Danke dir. Mir seems to be really fond of you. Go home with your plow. Mia's Crop. Ja, da muss man sich später seine Frau gut aussuchen, ne? Da muss man erstmal ein bisschen rumgucken und gucken, wer sieht eigentlich wie aus. Dann kann man sich versuchen zu entscheiden, wen man denn für sich gewinnen möchte, wer bei uns auf der Farm einziehen kann und so weiter und so fort. Kann man noch einen Baum mitnehmen? Wir sollen mit dem Flug nach Hause fahren. Dann gucken wir, ob wir noch einen Auftrag annehmen oder ob wir noch ein bisschen unsere Bude reparieren. Oder einfach nochmal, ja, die Landschaft erkunden würde ich wahrscheinlich eher zu Fuß und nicht mit dem Trecker. Wasserschuffler Demo oder was? Mach nichts, mach das Spiel auch von alleine. Danke für den Follow, moin. 50 Jahre später? 50 Jahre später. Das ist aber mal ein komischer Change. Time goes by. Travel to the future. Back in the day, your grandfather used to tell you about the neighbors from the hill. Maybe you could see, you receive one social point. Leute, wir haben einen neuen Träger. Wo ist der Kleine? Die sieht aus, als wäre es alles repariert worden.
Dann machen wir, glaube ich, noch eine Folge. Achso, warte mal, ich steig mal aus. Fehler hier. Das stimmt, müssen wir das andere suchen. Aber gibt es ja bestimmt neue. Wir sind jetzt ja dann auch neu hier. Kann ja nicht der gleiche sein. Guck mal, ist echt alles repariert worden. Was oder wie? Gut, das habe ich selber nicht gemacht. Mal ein bisschen einrichten sollte man hier vielleicht nochmal. Bin immer noch hungrig. Wir haben auch noch die Wurst von vor 50 Jahren auf Tasch. Oder? Eat eine Wurst. Ah, das bringt schon ein bisschen mehr. Und noch einen Apfel. Und die Klamotten können wir uns auch umziehen. So sehen wir aus. Ein bisschen, naja, verstrahlt, wir behaupten, aber geht. Looks like a Renault. Ein bisschen vielleicht. Aber schon eine andere Ausnahme im Vergleich zu vorher, ne? Ja gut. Kleinen Part machen wir noch. Vielen Dank fürs Einschalten. Kurze Pause. Bis zum nächsten. Bis dann. Vielen Dank. Und tschüss.